Mit so einem Frühstück kann man doch mal in den Tag starten. Das war richtig geil. Wir hatten halt noch so ein paar Bananen da. Wir hatten noch, ja gut, andere Zutaten braucht man irgendwie so nicht. Brauchen wir nur noch Mehl und Milch. Wir hatten auch noch Mehl und Milch da. Und ich dachte mir, ich muss irgendwie auch mal was anderes frühstücken als immer nur Smoothie Bowl, weil es gibt die letzten Tage bei mir immer nur Smoothie Bowl und danach ist mir kalt. Also heute einfach mal Bananen-Pancakes, die richtig geil waren. Aber mein Bauch sagt so, Jonas, das war's noch nicht. Da muss noch was nachgelegt werden. Mausi und ich waren auch schon fleißig spazieren heute, haben schön Pipi-Kaka gemacht. Und dann waren wir noch eine halbe Stunde laufen. Und jetzt entspannen wir ein bisschen, bis er happy entspannt und ich arbeite ein bisschen. Und dann schauen wir mal, wie das der Tag so bringt, Schatzi, ha? Ja? Lass mich einfach in Ruhe, ich will doch nur pennen. Okay. Ich habe gerade mal unsere Wohnung abfotografiert und inseriert. Also alles Mögliche, was ich habe voll Mühe gegeben. Extra immer so Queraufnahmen, habe alles weggeräumt, das so in der Wohnung rumstehen konnte. Habe die voll schön aussehen lassen, finde ich. Also, sei mal ehrlich, hier, die Blümchen habe ich direkt noch in die Mitte vom Tisch gestellt. Habe hier vorne im Eingangsbereich, ja, man sieht es nicht so richtig, vorne im Eingangsbereich extra unseren Kleiderständer, also der hier für die Jacken hängt, habe ich extra weggemacht. Da habe ich mir schon Mühe gegeben, Leute. Also da müssen wir schon mal sagen. Und dann habe ich die online gestellt auf Immobilien-Scout. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir für uns einen Nachmieter finden. Leute, einfach übel crazy. Ich habe unsere Wohnung vor vielleicht, also ohne Spaß, das war eine Minute. Ich habe die inseriert auf Immobilien-Scout und der Ladevorgang war noch nicht mal beendet. Da habe ich eine Benachrichtigung bekommen, dass jemand sich für die Immobilie interessiert und hat mir eine lange Nachricht geschrieben. Natürlich Copy-Paste war so, weil sonst hätte er die nicht in der Zeit schreiben können. Aber wie krass ist das bitte? Entweder es war ein Bot, aber es war eigentlich voll die seriöse Nachricht. Man sieht mal wieder, der Immobilienmarkt in Berlin läuft. Es ist gerade 18.25 Uhr. Ich habe diese Wohnung um 17.15 Uhr online gestellt. Wir haben 27 Leute geschrieben. Guckt euch das mal an. Das hier sind alles Anfragen, die heute reinkamen. Bis hier. Nein, bis hier. Und das hier alles sind die Besichtigungen, die ich schon ausgemacht habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 feste Besichtigungen. In 2 Tagen. Ich habe so das stumpfe Gefühl, ich habe mir ein bisschen viel zugemutet, weil ich die Wohnung unbedingt loshaben wollte. Scheiße. Jetzt muss ich hier 9 Leute durchschleusen. Corona is coming for you. Direkt mal 8 Masken übereinander tragen. Ja, aber okay, damit sollte jetzt auch sicher sein. Es wird kein Problem sein, diese Wohnung bis zum 1.4. loszubekommen. Da haben mir sogar schon Leute geschrieben, sie wären bereit, extra mir was zu bezahlen, dass ich sie quasi empfehlen würde. Das ist so krank. Dieser Wohnungsmarkt in Berlin ist so krank. Und da fragt man sich jetzt wahrscheinlich, okay, warum eigentlich ein Nachmieter? Was hat der Typ vor? Warum stellt er diese Wohnung da rein? Wollen die in Berlin umziehen? Nee, wollen wir nicht. Sondern Samira und ich und unser kleiner Happy, wir werden Berlin verlassen. We will not longer be part of Berlin. Und jetzt kommt's da rum, weil Leute, ich freue mich krass darüber. Und Samira freut sich auch krass darüber. Ich werde ab 1.3. eine neue Stelle, also werde den Arbeitgeber wechseln, antreten als Mediaberater. Also ich bleibe quasi im Marketing, bleibe auch hauptsächlich im Online-Marketing, wenn jetzt auch nicht mehr nur Online-Marketing, sondern auch ein bisschen mehr offline. Und wir bleiben nicht hier in Berlin, sondern wir gehen nach Nürnberg. Also es hat einen ganz einfachen Grund in mir, oder eigentlich fing es damit an, dass Samira sich hier nicht mehr so krass wohlgefühlt hat und ich war immer eher so neutral gegenüber Berlin. So, ich fand es hier ganz cool, aber ich fand es jetzt auch nicht krass. Und man muss halt auch dazu sagen, dass es super weit weg von zu Hause ist. Bis wir nach Hause fahren, bis ich bei meiner Family bin, bis Samira bei ihrer Family ist, dauert es halt wirklich 5,5 Stunden. Jetzt habt ihr natürlich alle mitbekommen, dass zum Beispiel meine Schwester ein Kind bekommt, und auch schon in einem Monat ein Kind bekommt. Und da hat man schon ganz oft so Heimweh, Sehnsucht nach zu Hause. Und deswegen wurde bei uns so ein bisschen der Gedanke immer größer, hey, wir wollen näher an zu Hause dran sein. Und die nächste Großstadt an uns zu Hause wäre halt entweder Stuttgart oder Nürnberg gewesen. Und ich wollte nicht nach Stuttgart. Deswegen ist es Nürnberg geworden.
Samiras beste Freundin wohnt in Nürnberg, was natürlich für sie richtig cool ist, dass sie da immer hingehen kann. Ich kenne auch ein paar Leute in Nürnberg, auch noch aus dem Studium. Und dann habe ich mich halt auf Jobs in Nürnberg beworben, weil ich wollte mich auch beruflich ein bisschen weiterentwickeln, wollte mal was Neues kennenlernen. Ich war ja jetzt schon, also klar, ich war jetzt ein Jahr festangestellt, aber ich war immerhin jetzt schon fast 3 Jahre bei dem Unternehmen, bei dem ich jetzt aktuell bin. Und wollte mich da jetzt einfach weiterentwickeln, wollte so ein bisschen größeren Einblick bekommen. Und ich gehe jetzt also weg von Industrie, weg von einem Unternehmen, gehe ich jetzt zu einer Marketingagentur und es ist die größte und letztes Jahr auch beste Marketingagentur Deutschlands, wo ich mich echt freue, dass ich von denen eine Zusage bekommen habe. Ich habe mich dort, glaube ich, im Bewerbungsgespräch auch echt gut gemacht. Ich bin extra hingefahren nach Nürnberg, hatte erst ein Online-Vorstellungsgespräch, dann vor Ort. Und ja, also ich glaube, die fanden mich richtig gut. Ich hatte so den Eindruck, ich fand es auch richtig gut. Ich hatte den Eindruck, dass ich super viel von denen lernen kann und darum geht es halt in meinem Alter noch. Und ja, also natürlich hätte es auch wirtschaftliche Vorteile von mir, jetzt den Arbeitgeber zu wechseln. Das brauchen wir auch nicht verheimlichen, aber das war nicht der ausschlaggebende Grund. Und ja, ich freue mich krass darauf. Ich freue mich richtig doll, weil der 1.3., der ist auch schon bald. Und wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass ich am 1.3. umziehe und mir wahrscheinlich ein Airbnb nehmen oder die Zeit lang noch von meinen Eltern zu Hause immer nach Nürnberg fahre zur Arbeit, bis Samira nachkommt. Weil Samira hat am 20. oder am 21. März ihre letzte Prüfung und für die kommt es halt nicht in Frage, dann davor umzuziehen mit dem ganzen Umzugsstress. Deswegen werden wir einen Monat, wird Samira quasi noch hier in Berlin bleiben. Ich werde schon mal vorgehen nach Nürnberg und ja, wir suchen jetzt hier einen Nachmieter ab dem 1.4. und hoffen, dass wir selbst eine Wohnung ab dem 1.4. in Nürnberg finden. Und ja, also ich kann es noch nicht so ganz realisieren, dass wir jetzt Berlin verlassen, aber ich freue mich krass darauf. Ich freue mich für uns alle. Samira freut sich, glaube ich, krass, die gerade mein Handy komplett zuspammt, wenn man es im Hintergrund hört. Ja, Live-Update. Good morning. Sieht extrem scheiße aus und schmeckt auch extrem scheiße. Ich präsentiere meine neue Porridge-Kreation. Die Bananen unten drauf schmecken gut, der Rest schmeckt komplett nach Müll. Guckt ihn euch mal an, Leute. Sieht der aus wie ein Hund, der jetzt gleich mit seinem Härchen zum ersten Mal joggen geht. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass das Härchen auf jeden Fall gar keinen Bock hat zu joggen. Aber ich dachte mir so, hey, der muss ja mal so richtig ausgelastet werden. So richtig Power. Und jetzt denke ich mal, jetzt gehen wir so 3-4 Kilometer. Das reicht auch vollkommen. Danach ist der komplett tot. Und ich auch wahrscheinlich. Und ich nehme Runtastic mit, eine App, und dann laufen wir ein bisschen durch. Ich glaube, in Runtastic sollen die jedem was sagen, ne? Bin mal gespannt, wie das so wird, ob Herrchen oder das Kind kaputter ist am Ende. Also eins kann ich euch schon mal sagen, ich glaube, ich habe mehr Spaß als er. Der bleibt ständig stehen, aber ich gucke dann immer so, weil er ist nicht kaputt. Der schnauft überhaupt nicht hart, der kennt halt gerade nur Vollsprint oder Chillen. Nee, ich kann nicht Vollsprint, aber ich will auch nicht chillen. Also mittlerweile bin ich, glaube ich, doch ein bisschen kaputter, als ich dachte. Und wir haben erst 2 Kilometer. Aber mehr machen wir jetzt auch nicht mehr. Also machen wir jetzt ungefähr so 3, glaube ich. Also 2,9 Kilometer haben wir jetzt geschafft. Here, you can see there. In 22 Minuten. Also wir waren sehr langsam unterwegs. Aber ich muss sagen, es hat er eigentlich echt richtig gut gemacht. Der ist jetzt total kaputt. Tut mir auch voll leid, weil ich glaube, es hat ihm echt nicht so gut gefallen. Weiß nicht, ob wir das jetzt noch öfter machen. Dazu kommt halt noch, das muss man auch sagen, sein Papa hat jetzt auch nicht so viel Spaß am Joggen. Also okay, mit der Sonne jetzt gerade war es ganz in Ordnung. Es war auch nicht so kalt. Aber weiß nicht, ich finde Joggen einfach langweilig. Und wenn ich mit ihm gehe, kann ich halt auch keine Kopfhörer tragen, weil ich muss ihn ja hören, falls er irgendwie irgendwelche Laute von sich gibt. Ja, puh. Ich bin sprachlos. Und du, Schatz? Ja? Und du, Schatz? Was ist mit dir? Wie war Joggen, hä? Huh? Ui, erstmal alles abschlecken, gell? Der Papa nicht genug geputzt gestern. Musst du für ihn machen. Immer das gleiche Spiel. Ich glaube, der wird jetzt mal richtig krassen Mittagsschlaf raushauen. Thank you.
Good morning. Happy und ich sind auf dem Weg nach Nürnberg. Also wir sind seit 7 Uhr mittlerweile unterwegs und werden da so ungefähr um 11.30 Uhr ankommen und treffen uns dann mit der Samira, oder die holen wir halt am Hauptbahnhof ab, weil die war ja die ganze Woche unterwegs, war dann noch bei ihren Eltern zu Hause und dann werden wir uns eine Wohnung anschauen. Oder eigentlich werden wir uns zwei Wohnungen anschauen und wollen halt so ein bisschen auch die Umgebung anschauen. Es ist mittlerweile einfach auch wichtig, so dass wir sehen, könnten wir bei der Wohnung gut mit Happy spazieren gehen? Sind da genug Parks oder würde das gar nicht gehen? Also ist halt für uns mittlerweile wichtig, dass Parks in der Nähe sind, Wälder in der Nähe sind und es nicht so mittendrin in der Stadt ist. Und ja, jetzt fahre ich noch ungefähr 3 Stunden. Und ich hoffe, dass sich das lohnt, extra nach Nürnberg zu fahren wegen der Besichtigungen und dass die Wohnungen, dass da was klappt. Ich glaube, was man auch so ein bisschen erahnen könnte, eine Sonnenbrille wäre eine gute Idee gewesen. First break. Hab mir jetzt einen Kaffee geholt, weil ich ein bisschen müde geworden bin. Und eigentlich ist es auch immer echt guter Zeitvertreib so im Auto, weil es dann doch ein bisschen langweilig ist. Aber ich wollte euch noch was zeigen. Wir haben nämlich hier so einen neuen Autokäfig für Happy gekauft. Jetzt sieht man es nicht richtig wegen der Sonne hier. Aber den macht man hier so am Sitz fest. Also der ist hier hinten komplett fest. Und dann hat man hier so eine Box, wo er halt auf dem Beifahrersitz sitzen kann und so ein bisschen rausgucken kann. Weil wenn er immer unten saß, das war halt voll unsicher, da war er nicht festgemacht. Und hier ist jetzt so ein kleiner Gurt, der ist hier an dem Ding fest. Und er kann sich damit hinlegen, aber falls etwas passiert, bremst es ab und er ist eigentlich wie halt normal angeschnallt. Und wir wollten nicht so einen Käfig, den man hinten reinmacht, weil dann ist er halt einfach nur im Kofferraum und sitzt da rum und er würde halt da weinen. So ist er halt, er weint halt nur mal gern. Und so ist es eigentlich, glaube ich, ganz gut. Es ist jetzt, glaube ich, nicht so safe, wie so ein Käfig hinten drin gewesen wäre. Aber ich finde den so süß, wie der da neben dran sitzt. Happy, du kleine Maus. Guck mal, wer da ist. Haben wir eingesammelt. Warte, eigentlich hat Samira uns eingesammelt. Ja. Wir hatten auf dem Hinweg richtig schlimme Stauprobleme, so dass ich schon echt auf 180 war. Also ich stand 3 Stunden im Stau insgesamt, weil da ein schwerer Unfall auf der Autobahn war und ich musste das komplett umfahren. Aber, also ich würde mal sagen, wenn wir die Wohnung bekommen... Och Mann, jetzt muss ich hier eine Drehung machen wegen der Leine. Wenn wir die Wohnung bekommen würden... Wäre schon sehr schön. Also ich würde fast sagen, besser geht's nicht. Hast du schon erzählt, dass wir schon für eine Traumwohnung eine Absage bekommen hatten? Nee, das habe ich nicht erzählt. Ja, guck mal, wer ist denn? Oh, oh. Keine Ahnung, wer das Happy. Happy hat mich gerade fast umgeworfen mit der Leine. Ich muss kurz unterbrechen. Happy, hier? Ich weiß gar nicht mehr, was ich erzählt habe, wo genau ich stehen geblieben bin. Also wir haben schon mal eine Wohnung online angeschaut und da haben wir eigentlich gleich gesagt, dass die unsere Traumwohnung wäre. Die war richtig, richtig toll. Und die war vor allem vom Standort technisch halt richtig gut. Aber da haben wir leider eine Absage bekommen. Das ist nichts geworden und deswegen waren wir jetzt heute hier und haben uns die angeguckt. Und ich glaube, Samira und Jonas sagen beide... Wir haben direkt zu der Vermieterin gesagt, dass, dass wir die Wohnung gerne hätten. Also ja. Mal schauen, jetzt haben wir ja, also top vorbereitet, wie wir halt waren, habe ich direkt eine ganze Bewerbungsmappe mit unseren Einkommensnachweisen, Schufa-Auskunft und allem möglichen dabei gehabt, habe sogar noch ein Bild von uns reingeklebt, das vorhin bei DM ausgedruckt haben, weil ich dachte, dann ist es schwerer, eine Absage zu geben. Und die Wohnung war auf jeden Fall wunderschön. Ja, das soll hier drauf gehen. Und wir laufen jetzt hier gerade auch noch so ein bisschen rum und gucken uns halt die Gegend an. Und Happy liebt's, glaube ich, auch. Also er halt perfekt, weil wir nicht mal 2 Minuten laufen müssen, dann haben wir einen riesen Park hier. Das ist halt in Berlin gar nicht so. Ja. Das ist mega geil. Und ich glaube, man sieht es im Hintergrund ganz gut. Ja, und jetzt hoffen wir auf jeden Fall mal, dass die auch Lust auf uns hat. Ja. Oder wenn die nur halb so viel Lust hat auf wie wir auf die Wohnung, dann reicht das ja schon.